heute spielen wir hier in der St. Markuskirche Minecraft. Und zwar nicht ich, sondern ganz viele Jugendliche aus Gaaden. Ziel des Projektes ist es, Jugendliche und Kinder zu aktivieren, sich spielerisch, kreativ und konstruktiv mit ihrem Stadtteil auseinanderzusetzen. Und da eignet sich Minecraft einfach perfekt dazu. Und das machen wir nicht zum Spaß, natürlich auch, sondern dahinter steckt, gibt es natürlich einen Projektrahmen. Es gibt einen innovativen Stadtentwicklungsansatz. Dabei geht es darum, Stadtentwicklung aus einer künstlerischen, kreativen Perspektive neu zu denken. Und ein Zusatzprojekt zu diesem großen Pilotprojekt in Gaaden ist halt dieser Beteiligungsprozess mit Kindern und Jugendlichen mit dem Gaming-Tool Minecraft. Das Besondere an diesem Minecraft ist, dass extra hierfür eine Minecraft-Karte realitätsnah von Kiel bzw. damit auch Gaaden geschaffen worden ist. Das heißt, man sieht die gebaute Stadt. Man kann sich sehr gut orientieren. Zum Beispiel in Gaaden kann man das sehr gut an dem Gustav-Schatzhof, einer sichelförmigen Bauform, und natürlich hilft die Förderalm auch immer ganz gut, sich zu orientieren. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen können wirklich an ihren Traumort oder noch nicht Traumort gehen und diesen nach ihren Wünschen neu gestalten. Anna Neugebauer kam auf mich zu, weil sie gehört hatte, dass ich schon Erfahrung habe mit Minecraft-Projekten. Ich habe nämlich während des Lockdowns überlegt, wie kann ich den Kontakt zu meinen Jugendlichen halten, und bin dann auf die Idee gekommen, einen Minecraft-Server einzurichten, und habe dann mit den Jugendlichen in diesem virtuellen Raum die Markuskirche nachgebaut und die Jugendräume der Träume. Und dadurch hatten wir ja schon Erfahrungen und wussten, wie das läuft. Und meine Motivation für die Teilnahme an diesem Beteiligungsprojekt für Jugendliche ist die, dass ich sie wichtig halte für Demokratiebildung. Denn für die Demokratiebildung sind Selbstwirksamkeitserfahrungen von Bedeutung für die Jugendlichen. Sie spüren dann, ich kann etwas bewirken, wenn ich mich an gesellschaftlichen Prozessen beteilige. Und das schafft auch Selbstbewusstsein bei den Jugendlichen. Und ich sehe die Kirche eben auch als Bildungseinrichtung, als Ort informeller Bildung. Und neben Glaubensbildung und Persönlichkeitsbildung halte ich eben auch die Demokratiebildung für sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist das Thema Mein Garten der Träume aus meiner Sicht perfekt dafür geeignet, das umsetzen zu können. Zudem wurden die Teams in drei Kategorien prämiert. Die erste Kategorie bezog sich auf die vielfältigste Umgestaltung, bezogen auf Aktivitäten und Funktionen. Wir haben uns den Sportpark genommen, beziehungsweise nur den Blaupark, wie man ihn, wie die meisten ihn von euch kennen. Die zweite Kategorie bezog sich auf die detailreichste Umgestaltung. Die Johanneskirche umgestaltet. Und zwar fanden wir das schon vorher eigentlich ganz gut da. Wir fanden nur, dass sie so ein bisschen traurig aussah, die Johanneskirche, so ein bisschen trocken und trüb war. Und wir wollten dann ein freundlicheres und helleres Aussehen gestalten. Und die dritte Kategorie bezog sich auf den interessantesten, innovativsten Ort. Also wir haben ein Schiff gebaut, eine Yacht. Das Aquarium, wir wollten da Fische reinmachen, aber das ging irgendwie nicht. Ja, in dem Ostseeraum-Projektverbund wird das Spiel Minecraft auch in Danzig und Riga mit Jugendlichen getestet. Und in der nächsten Zeit werden jetzt diese Ergebnisse ausgewertet, Erfahrungen ausgetauscht. Ja, das ist die Projektseite. Unabhängig von diesem Urb Cultural Planning Interreg-Projekt wird es nun aber mit den Akteuren überlegt, die jetzt schon mitgemacht haben, wie man ein solches Kinder- und Jugendprojekt mit Minecraft auch künftig in Gaaden weiterführen kann.